Hallo, mein Name ist Trini Danz. In diesem Talk möchte ich zeigen, warum offene Materialien und Bildung für nachhaltige Entwicklung, insbesondere für Schule, ganz gut zusammenpassen. Zunächst eine kurze Begriffserklärung. BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, möchte Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen und es jedem Einzelnen ermöglichen, verantwortungsvolle Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu treffen. Dabei sind Kompetenzen und Inhalte, aber natürlich auch neue Formen des Lernens und des Lehrens gefragt. Und genau hier kommen offene Bildungsmaterialien ins Spiel. Ein paar kleine Beispiele, obwohl die zunächst erstmal gar nicht so viel mit BNE zu tun haben. Offene Bildungsmaterialien können schnell verbreitet werden innerhalb einer oder mehrerer Schulen, und zwar ohne, dass eine rechtliche Grauzone beschritten wird. Lernmaterialien können individuell gestaltet werden. Gut ist das zum Beispiel bei Lerngruppen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Denn hier können verschiedene Sprachen oder auch Audio- oder Videodateien in einem Material ergänzt werden. Inhalte von OER sind schnell aktualisierbar und kombinierbar. Es lassen sich leicht aktuelle Zahlen und Entwicklungen oder auch andere Quellen im Material nutzen. Und das ist natürlich nicht nur im naturwissenschaftlichen Unterricht von Vorteil, wenn zum Beispiel Klima und Luftqualität Thema sind. Der Mehrwert von OER und BNE wird vor allen Dingen mit Blick auf den konkreten Unterricht deutlich. So können Schülerinnen und Schüler Materialien eigenständig quasi mit Vorbildwirkung weiterentwickeln. Um beim Beispiel des Themas Klima und Luftqualität zu bleiben, hier können etwa eigene Messwerte und Beobachtungen im Material aufgenommen oder die Materialien leichter verständlich gemacht werden. Das kann gut alleine oder auch gemeinsam geschehen. Eine Option ist es auch, das Ergebnis später als OER zu veröffentlichen. Lernende erhalten im Unterricht eine aktive Rolle und erleben idealerweise Selbstwirksamkeit. So können sie für ihren eigenen Lernprozess und auch für die Lernprozesse von anderen verantwortlich sein. Und genau das ist BNE. Aus diesen Gründen ist es wünschenswert, dass sich Beispiele guter Praxis dieser Art rasch weiterverbreiten. Hierzu gehören neben den Unterrichtsmaterialien und Konzepten natürlich auch Fortbildungen. Einige Beispiele gibt es auch schon. So bietet Engagement Global bereits jetzt offene BNE-Materialien für den Einsatz im Unterricht an. Die Materialien sind jeweils auf 1 bis 2 Doppelstunden angelegt, orientieren sich am Lehrplan des jeweiligen Fachs und lassen sich schnell und leicht umsetzen. Für das Fach Biologie liegt schon ein Material zum Thema Korallenriffe vor. Dort gibt es auch Lernvideos unter offener Lizenz. Die ersten beiden Materialien beschäftigen sich mit den Themen Klimawandel und Verkehr. Die beiden Videos sind natürlich an sich noch keine OER, können es aber werden, wenn sie in entsprechende Lernmaterialien eingebunden werden. Der Minikurs Make BNE OER des Portals Globales Lernen zeigt, wie OER im Bereich BNE erstellt werden können. Videotutorials zum Thema OER und BNE sollen vor allen Dingen Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern praxisnah das Potenzial von OER für die Unterrichtsgestaltung und Schulentwicklung im Sinne von BNE aufzeigen. Da diese Videos auch unter einer offenen Lizenz stehen, können sie zu richtigen Kursen weiterentwickelt werden. Und wie so etwas aussehen kann, zeigt die Webseite nachhaltigkeitoffenlernen.de. Alle eben angesprochenen Materialien gibt es zum Download auf dem Portal Globales Lernen und natürlich bei Engagement Global. Dort ist übrigens auch der Orientierungsrahmen globale Entwicklung zu finden, der zeigt, wie BNE in Schule umgesetzt werden kann. Wir freuen uns, wenn BNE und OER für den Einsatz in Schule und Unterricht weitergedacht und weiterentwickelt werden. OER-Camps oder OER-Werkstätten bieten dafür natürlich ideale Gelegenheiten. Und darüber hinaus hilft natürlich auch immer, einfach mal selber ausprobieren. Vielen Dank.